Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed 1 mit mir, dem Partizan LP. Das ist jetzt nicht ganz blind, da ich das schon gespielt habe. Ich glaube, ich muss den Sound ein bisschen raufdrehen, weil sonst ist es doch zu leise. Mir ist vorher das Spiel abgeschmiert. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal in der Aufnahme. Das wäre kontraproduktiv. Weil wenn es dann wieder an derselben Stelle ist, dann vermute ich mal, dass das auch immer so sein wird. Und jetzt runter zu diesem hässlichen Koloss. Ja, ja, ich bin hier. Hoffentlich hat ihm das... Nee, hat ihm nichts abgezogen. So eine Explosion tut so einen fetten Phoenix anscheinend. Aber ich hoffe am Rücken so... Das dürfte schon... Und wenn ich aufstehe, dann bekomme ich so eine extra Aura, wie ihr seht. Und vielleicht verletzt er sich... Ah, ich bin mitten ins Maul geflogen. Das ist auch nicht gerade toll für einen Jedi. Der will nicht als Frühstück enden. Einen haben wir zerstört. Und da ist wieder so ein Mega-Medizinmann. Und da kommt der zweite. Ja, darf das denn wahr sein? Ja, wegstoßen kann man ihn natürlich nicht so leicht. Aber die anderen wenigstens. Upp. Dann landen wir mal da oben. Da kommt er wenigstens nicht ran. Aber aushalten tut er halt eine Menge. Und jetzt erwähne ich nur, warum spiele ich es denn auf so einem einfachen Level? Das ist ja langweilig. Das Star Wars The Force Unleashed 1 zocke ich nur, damit ich dann ansetzen kann ans 2er, storymäßig her. Deshalb soll das einfach schnell gehen, ich wollte es aber dennoch aufnehmen, ihr bekommt die Story mit und es geht dann relativ schnell für mich persönlich. The Force Unleashed 2 werde ich dann natürlich in Mittel spielen, dass es nicht so einfach wird. Also nicht, dass ihr denkt, ey, der zockt das jetzt auf leicht, ist ja voll der Noob. Ja, das nur so nebenbei. Das ist Gesundheitsentzug. Und der schmeißt, glaube ich, gleich nach Steinen wieder. Ich höre jedenfalls schon einen Stein. Ja, bekommst einfach so Gesundheit abgezogen. Ist nicht so toll, ha? Huh? Machtkraftsphäre, wo ist er denn? Da ist er. Ah, der bekommt auch schon so einfach Leben abgezogen. Wo ist denn da der Häuptling? Das ist die Frage. Den müssen wir uns... Da war er! Wo war er? Nee, das war er nicht. Haut ab von mir. Da ist er. Jetzt ist der auch mal erledigt. Und jetzt dürfte ich die anderen... Wer, wie hat mich denn der Stein erwischt? Das darf... Na, und... Okay, da war klar, dass er mit... Aua! Jetzt lass das mal! Mit dem Essen spielt man nicht. Auch wenn es davonläuft. So, die volle Packung bekommt er ab. So, nächste Quicktime-Event. In die Schädeldecke, ins Hirn rein. Und nochmal dasselbe, jetzt mal ein bisschen wegstoßen. Und was machen wir jetzt? In die Füße, dass er in die Knie geht. Und den Hals aufgeschlitzt. So geht das. Das war ein Bonusziel, den hätte ich gar nicht erledigen müssen. Da hätte ich auch einfach so reingehen können. Ich weiß nicht, ob das Ziel in Sicht ist. Oder habe ich nur mein... Ah, ich habe mein Headset zu leise gedreht. Da kann ich, glaube ich, die Dinger, den Sound wieder runterstellen, Leute. Peinlich, peinlich, wenn ich mit der... Okay, ist irgendwie leiser als sonst. Und ja, dann kommt sowas. Das machen wir kurz. Wir speichern auch gleichzeitig das Spiel. Optionen. Ach, die Ladezeiten, das ist extrem. Runter wieder. Ja, ja, ist schon lauter. Okay, einfach da runter. Da ist ein Jedi. Der nächste Jedi, den wir erledigen müssen. Eine weibliche Jedi-Meisterin. Vaders Attentäter. Willkommen in der Ahnenschlucht. Seit Urzeiten
Ein Ort der Opferung. Bereit, dem Schicksal zu begegnen. Oh, ein blaues Laserschwert. Und was hat die so drauf? Oh, die hat Böses drauf. Aber ich habe auch Böses drauf. Ah. Willst du so deine Gabe einsetzen? Ja, will ich. Wir sind zu stark für dich, Kind. Was macht sie da? Ah, sie schreit nach ihren Kumpanen. Gott, was will sie jetzt machen? Was will sie damit? Hau ab. Okay, jetzt sind wir beide in die Luft gegangen. Weshalb bist du hier, Sid? Ich weiß es auch nicht. Ich soll dich einfach vernichten, hat Vader gesagt. Den genauen Grund weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Ja, er will halt Jedi vernichten, ne? Ist dir das Grund genug? Oh, da schlägst du deine eigenen. Das ist aber nicht so toll. Boah, dachte schon. Was soll denn das für ein Bug gewesen sein? Sie haut ab. Ach nee. Da ist nur so ein Baum. Oh, ich glaube, der Baum will nichts Gutes mit mir anfangen. Die dunkle Seite wird dir an diesem Ort nicht helfen. Doch, wird sie mir. Die dunkle Seite hilft mir immer. Weißt du das nicht von Episode 3? Mädchen! Aua! Aua! Ist das so eine Erdmagierin? So. Du kannst uns nicht alle aufhalten, Sid. Doch, können wir. Oder kann ich? Verlasse diesen Ort. Nee, habe ich nicht so Bock drauf. Aber ich komme auch nicht mehr ran, ne? Aua! Ah, das tut weh. Das ist einfach unfair. Wie unfair die kämpft. Ach, geh weg da. Boah, da hatte sie Glück, dass sie... Meine Freunde werden deiner Zerstörungslust ein Ende bereiten. Ich dir? Hey. Oh. Was muss ich jetzt machen? Nochmal X. Und geschafft wäre das. Oder kommt sie wieder zurück? Natürlich kommt sie zurück. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Nochmal. Da schreit sie wie eine Sirene. Wie heißt das nochmal? Sirene meine ich. Oh, da habe ich die Macht genutzt. So, das tut weh, ne? Elektrisierend. Und die Macht ist stark in mir. Du hast mich so richtig wütend gemacht, Mädchen. Du bist Vaders Sklave. Du verschwendest deine Kraft an ihm. Du könntest so viel mehr sein. Ihr überzeugt mich nicht, meinen Meister zu verraten. Armer Junge. Sith verraten sich immer gegenseitig. Aber das wirst du bald erfahren. Ja, ein rotes Laserschwert. Ich habe ein goldenes. Hallo. Sammle alle Holocrons. Habe ich nur 10 gesammelt, leider. Aber ja. Meine Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Ah!
Es scheint, Sie werden bald Ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn, oder ich zerstöre euch beide. Meister, wir besiegen ihn zusammen! Tut es jetzt, Lord Vader. Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Holy shit. Oder war das nur ein Hologramm? Ey, ich hoffe, das war wieder so ein Druide. Nee, das sind wir wirklich. Das ist wirklich Starkiller. Lasst ihn festgebunden. Yes, Sir. Ihr! Wart mein Tod! Nein. Der Imperator wollte dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion. Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Was wünscht ihr, mein Meister? Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Ein Attentat? Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst. Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Roxy? Ah, Master. Ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Tja. Das kam alles ziemlich... Wo ist Juno? Spannend. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle. Captain Eclipse ist des Verrats angeklagt. Und Lord Vader hat sie ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Doch will ich. Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master.
Na gut, ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Patian LP. Oh, ihr seid ja noch da. Tschö, Leute.